Heute geht es um eine berühmte Schauspielerin in der Zeit des Nationalsozialismus. Es geht um Tourismus, der die Bergwelt und die Zuschauer miteinander vereinen sollte und die Frage, wie viel Luxus ein Bergsteiger eigentlich braucht. Es geht heute bei Berge im Porträt um den berühmten Piz Palü. Der Piz Palü. Schon mal gehört? Wahrscheinlich. Aber wisst ihr eigentlich auch warum? Das vielleicht nämlich nicht. Und dem gehen wir heute auf den Grund. Der Piz Palü ist mit glatten 3900 Metern weder der höchste Berg der Schweiz noch der höchste Berg Italiens. Er ist nicht mal der höchste Berg der eigenen Gebirgsgruppe. Er steht in der Bernina-Gruppe und steht mit seinem Gipfel tatsächlich um wenige Meter versetzt, gar nicht als Grenzberg zwischen Italien und der Schweiz, sondern mit dem Gipfel allein in der Schweiz, genauer gesagt im Kanton Graubünden. Geologisch betrachtet ist der Piz Palü aus einer Perspektive ganz interessant. Auch wenn es aus Berlin, Innsbruck und München weit zu fahren ist, um zum Palü zu kommen, er zählt wie die gesamte Berniner Gruppe zu den Ostalpen. Das hängt vor allem mit dem geologischen Aufbau der Berniner Gruppe zusammen. Jedoch bildet er mit den anderen Gipfeln der Umgebung die Grenze der Ostalpen. Ein Grund, aus dem der Piz Palü so berühmt ist, ist jedenfalls seine Optik. Denn hier besticht er von allen Seiten mit ziemlich steilem Eis und auch steilen Felsflanken. Aber gerade die Nordseite ist ganz besonders spannend. Denn neben dem Persgletscher, der als die übliche Aufstiegsroute für Piz Palü-Besteigungen gilt, springen einen vor allem die drei Pfeiler an. Doch bevor wir die kennenlernen, müssen wir die Geschichte des Piz Palüs kennen. Bereits aus dem Jahr 1835. Das ist sehr früh, vor allem im Hochgebirge, gibt es erste Dokumente, die Besteigungen belegen. Aber nicht ganz Erstbesteigungen. Oswald Heer, Peter Fluri, Johann Madutz und Jan Maket Kolani erreichten damals am 12. August vermutlich nur den Ostgipfel. 31 Jahre später, 1866, waren dann keine reinen Schweizer Teams mehr unterwegs, sondern Engländer, die in dieser Zeit und die Jahre danach die Berge in den Alpen reihenweise erst bestiegen, wie beispielsweise 1865 Edward Whymper am Matterhorn. Kenelem Edward Digby und Peter Jenny als Bergführer machten sich auf den Weg, um den Piz Palü Hauptgipfel erstmals zu erreichen. Es wird davon ausgegangen, dass die Besteigung per se bereits früher hätte erfolgen können als 1865. Denn technisch gesehen war der Piz Palü damals einfach, sogar einfacher als heute, da viele Spaltenzonen am Gletscher nicht sichtbar waren und der Schnee das ganze Jahr über recht sicher war. Natürlich war aber die Ausrüstung eine ganze Stange schlechter. Man geht aber davon aus, dass der Piz Palü im Prinzip für die Menschen nichts anderes als ein großer Schattenspender war. Aber für das eigene Überleben unter einfachen Verhältnissen, dessen Besteigung und das Risiko nicht mehr zurückzukehren, einfach komplett sinnlos war. Erst der britische Bergtourismus hat das maßgeblich geändert. Nach der Erstbesteigung entwickelte sich vieles auch rasch weiter. Karten vom Piz Palü wurden anhand der Beobachtungen und Besteigungen angelegt und immer mehr Informationen wurden richtig greifbar. Und damit kann man sich auch den Nordpfeilern letztlich zuwenden. Jeder dieser Pfeiler hat eine Geschichte. Die Geschichten sind leider ziemlich unbekannt, aber zumindest die Namen der Seilschaftsführer und die wichtigsten Bergsteiger auf den jeweiligen Pfeilern bekamen Aufmerksamkeit. Und zwar wurden die Pfeiler nach den Erstbesteigern benannt. Da gibt es für den Ostgipfel erstmal den Ostpfeiler, besser bekannt als den Kufner Pfeiler. Im Klettergrad 4+ und mit einigen Firn- und Eisaufschwüngen geringer Schwierigkeit. Dieser gilt als einer der beliebteren Variantentouren auf den Piz Palü. Ein Stück weiter westlich, also sozusagen hier weiter rechts im Bild, findet man den Pfeiler, der nahe des Hauptgipfels auskommt. Er ist heute besser bekannt als der Bumilla-Pfeiler. Hier ist die Felsschwierigkeit mit 5+ etwas höher und die Eisschwierigkeit mit 75 Grad schon ein ganzes Eck höher. Vor allem, weil die berühmte Eisnase je nach Ausprägung und Winter bzw. Sommer auch gern mal überhängend sein kann. Der dritte Pfeiler auf den Piz Spinas gilt als einfacher als der Bumilla-Pfeiler, ist aber deutlich unübersichtlicher und die Literatur fehlt großteils, sodass wieder mehr selber suchen und mehr ausprobieren gefragt ist, um den Westgipfel, also den Piz Spinas, zu erreichen. Er ist mit Abstand am seltensten begangen.
Und jetzt kann man sich noch den Normalweg anschauen. Dieser ist technisch gesehen eine mittelschwere Hochtour, wobei im Vergleich zu den Pfeileraufstiegen definitiv einfacher. Er ist mit PD Plus gerade mal anspruchsvoller als die leichten Hochtouren in den Ostalpen und erfordert vielleicht an der ein oder anderen Stelle etwas Kraft und Geschick, ist aber insgesamt vor allem durch seine Beliebtheit einfach in der Orientierung. Erfahren sollte man aber natürlich trotzdem sein. Aber das klingt alles in allem so, als wäre der Piz Palü ein schöner Berg für Alpinisten und auch Bergsteiger, die sich mal wieder an einem Abenteuer probieren wollen. Wäre da nicht die Diavolezza? Das Skigebiet Diavolezza bietet neben traumhaften Skipisten und einigen Variantenabfahrten auch die längste Gletscherabfahrt der Schweiz. Die Diavolezza Challenge ist als markierte Skitourenroute mit Zeitmessung das ideale Trainingsgelände für begeisterte Tourengeher. Außerdem gibt's dann oben an der Bergstation noch das Berghaus Diavolezza auf 2978 Metern. Das eignet sich natürlich zum einen perfekt als Ausgangspunkt fürs Skifahren, aber selbstverständlich auch als 1A Startpunkt für die Piz Palü und andere schöne Bergtouren der Region. Dass das letztlich dazu führt, dass nicht nur vereinzelt die Bergsteiger auf den Piz Palü finden, sondern in großen Scharen, vor allem mit einigen Bergführern im Gepäck, das erklärt sich von selbst. Dabei ist die Diavolezza nicht ansatzweise eine Berghütte, wie man sie sich im urigen Stil vielleicht vorstellen würde. Durch die Anbindung per Seilbahn wurde sie zu einem Ressort ausgebaut. Wer also auf den Piz Palü steigen möchte, der startet nicht auf der Hütte, sondern ganz schweizerisch im Hotel. Mit der Seilbahnunterstützung fallen natürlich auch viele Höhenmeter weg. Rund 1000 Höhenmeter sind unterm Strich noch bis zum Gipfel und die Diavolezza gestaltet auch den Abend und die Nacht zuvor deutlich komfortabler. Oder um es mit den Worten der Diavolezza selbst zu sagen, alle Doppelzimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche und WC. Zusätzlich steht ein Sat-Fernseher zur Verfügung. So verpasst du deine Lieblingssendung auf keinen Fall. Und was will man auf 2800 Metern vor einer schönen Bergtour eigentlich mehr? Gut, fairerweise muss man sagen, der perverse Hüttenluxus lässt sich auf der Diavolezza auch auf die 16er Zimmer reduzieren. Die doch recht happigen Preise laden aber unterm Strich so oder so zum Abnehmen ein. Der Piz Palü ist also historisch gar nicht so spannend. Aber wieso kennt ihn dann trotzdem fast jeder? Naja, vielleicht wegen seinem absurden Hotel, dem Skigebiet oder der gewaltigen Optik. Aber manche kennen ihn auch aus dem Geschichtsunterricht. Der Stummfilm Die weiße Hölle vom Piz Palü ist nämlich dem einen oder anderen ein Begriff. Auch aufgrund der berühmten Schauspielerin Leni Riefenstahl, die in der Zeit des Nationalsozialismus ein echter Promi für die deutsche Führung wurde. Der Film über den Piz Palü hat per se nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, er wurde aber später von selbigem als Propagandainstrument missbraucht. Dadurch kam der Piz Palü sogar international zur Berühmtheit, weil der Film auch später ins Englische übersetzt wurde. In diesem Sinne, warum so viele Menschen den Piz Palü kennen, das hat wohl immer ganz unterschiedliche Gründe. Aber klar ist, dieser Berg ist spannend, weil Tourismus und spannende bergsteigerische Abenteuer hier so nah aneinander liegen wie nur selten. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!